Aspekt, und ich finde, dass viel zu wenig bedacht wird, dass die Deutschen sich 1989-90 aus eigener Machtvollkommenheit überhaupt nicht vereinigen konnten. Denn völkerrechtlich war der Zweite Weltkrieg noch nicht beendet. Zum Jahreswechsel 1989-90 hatten sich lediglich zwei europäische Regierungschefs für die deutsche Einheit ausgesprochen. Dummerweise nicht gerade die wichtigsten, nämlich der irische und der spanische. Mitterrand hat Ende Dezember 1989 der DDR ganz demonstrativ einen Staatsbesuch abgestattet und ein, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich glaube, fünfjähriges Handelsabkommen mit der DDR geschlossen. Lothar de Maizière hat mir erzählt, dass er damals dem französischen Botschafter gesagt hat: Herr Botschafter, ich bin mir unsicher, ob die DDR so lange bestehen wird, wie ihr Präsident ein Handelsabkommen geschlossen hat. Da hat der Botschafter gesagt, der Präsident sei in dieser Frage Beratungsassistent. Der italienische Politiker Andreotti hat damals gesagt, wir lieben Deutschland so sehr, dass wir am liebsten zwei davon haben. Margaret Thatcher lief eine Historikerkonferenz ein, Wechsel 89-90, und die Times beschwor die Gefahr eines Vierten Reiches. Wenn die Deutschen sich vereinigen, droht uns ein Viertes Reich. Das hat in den 90er Jahren noch öfter mal rumgespukt, dieser Gedanke. Von der Sowjetunion war zwar zu erwarten, dass Gorbatschow einer inneren Reform der DDR zustimmt oder sie sogar wünscht. Nicht ebenso war zu erwarten, dass er den westlichen Vorposten des Imperiums aufgibt. Und wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Innerhalb der ehemaligen Sowjetunion, also schwergewichtig in Russland, gibt es sehr viele, die ihm das bis heute vorwerfen, dass er den Vorposten des sowjetischen Imperiums auch aufgegeben hat. Ich denke, wir begreifen viel zu wenig, dass, wenn ich das richtig sehe, erstmals in der deutschen Geschichte seit dem 3. Oktober 1990 Deutschland in allseits anerkannten Grenzen existiert. So komfortabel ist es Deutschland als Staat, als Nation noch nie gegangen. Und deswegen wundert es mich auch, dass so viele Leute nicht sehen können, dass es am 3. Oktober was zu feiern gäbe. Wenn man diesen außenpolitischen Gesichtspunkt, dass wir uns in Freiheit vereinigen konnten und dass damit der Zweite Weltkrieg völkerrechtlich beendet worden ist, wenn wir das vor Augen führen, dann gibt es ja durchaus was zu feiern. Dritter Prozess. Die staatliche Vereinigung war ja nicht so einfach wie seinerzeit der Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik. Denn er war aber verbunden mit einer völligen Umgestaltung der Ordnungen, zwei Transformationen vor allem von der Diktatur zur Demokratie und von der zentralistischen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. Dafür gab es keine Vorläufer. Sozusagen aber Mitläufer. Deswegen, wenn man diesen Prozess beurteilen will, dann sollte man eben gucken, wie er in den anderen ehemals sozialistischen Ländern gelaufen ist. Die mussten alle auch da durch. Und viertens, die Transformation der DDR-Wirtschaft war aber nicht nur ein organisatorisches Problem, das war schon groß genug. Die Betriebe mussten ja aus den Verflechtungen mit dem Staatshaushalt gelöst werden, die Kombinate mussten entflochten werden, die Kommandostrukturen mussten abgelöst werden, es mussten Aufsichtsräte gebildet werden und so weiter und so fort. Aber dazu kam eben noch, dass ein technologischer Rückstand aufgeholt werden muss, über den sich manche, glaube ich, heute Illusionen machen. Man kann ihn auf 15 bis 20 Jahre schätzen und ist eigentlich augenfällig, wenn man Golf als westliches Normalauto mit Verband, als östliches Normalauto vergleicht. Mit wenigen Ausnahmen war es ja leider so, dass das für die allermeisten Ostprodukte galt, sie lagen technologisch hinter den westlichen zurück. Und das hat lange währende Gründe in der Wirtschaftspolitik der SED, die ja auch in einem Gutachten von Schürer und Tschaikowski und anderen Wirtschaftsfunktionären der DDR in einem Geheimgutachten, das am 31. Oktober 1989 erstellt worden ist, für Egon Krenz, der wissen wollte, wie es nun wirklich steht, da können Sie das alles genau nachlesen. Und ich möchte annehmen, dass Sie das auch Befürworter und Freunde der DDR schlecht als gezinktes Gutachten werden bezeichnen können. Die Vereinigung fand ich sollte das vielleicht noch folgendes zu dem Punkt nachfragen.
Die Modernisierung der DDR-Wirtschaft lief deshalb in vielen Bereichen de facto auf eine Neugründung hinaus. Nach den ersten Erhebungen der Treuhandgesellschaft waren 2% der DDR-Unternehmen ohne zusätzliche Sanierung weltmarktfähig. 30% mussten geschlossen werden. Und was dazwischen liegt, das war eben sanierungsfähig. Das hieß neue Technologien, auch meistens neue technische Ausstattung. Und es hieß, sanieren hieß auch immer die Arbeitsproduktivität erhöhen. Und die Kehrseite von Arbeitsproduktivität erhöhen heißt Arbeitsplätze einsparen. Sodass unvermeidlich die Modernisierung der DDR-Wirtschaft mit einem mit einer hohen Arbeitslosigkeit verbunden war. Die Vereinigung fand zwischen zwei sehr ungleichen Partnern statt. Auch das konnte man sich nicht aussuchen und nicht ändern. Ein Fünftel kam zu 4/5. Natürlich spielen solche Verhältnisse immer auch eine Rolle. Da kann man so machen, was sie wollen. Das ist dann nicht 50-50. In Entscheidungsgremien und so weiter wirkt sich das de facto aus. Ein Staat in Auflösung kam zu einem stabilen Staatswesen, das zwar Reformbedarf, aber keinen Revolutionsbedarf hatte. Das ist ja auch mal noch ein Unterschied, den man bedenken sollte. Es ist schon richtig, dass 1990 auch westliche Ordnungen übernommen worden sind, die eigentlich reformbedürftig waren. Das ist von den Fachleuten zum Beispiel immer im Blick auf das Hochschulwesen gesagt worden. Aber es war in meinen Augen eine Illusion zu denken, wenn nach unendlichen Diskussionen im Westen diese Reformprojekte nicht zustande gebracht worden sind, dass sie dann just in diesem Jahr zustande gebracht werden, die Erwartung war nicht übermäßig plausibel. Ein Staat, dem der Staatsbankrott bevorstand, kam zu einem finanziell wohlsituierten. Für 4/5 blieb alles beim Altbewerten, zunächst jedenfalls, während für das andere Fünftel sich fast alles änderte. Das eine Fünftel hatte jene drei Prozesse zu durchlaufen, die kein Gegenstück im Westen hatten. Diese Asymmetrien sind nicht durch Fehlentscheidungen entstanden, sondern sie gehören zur Exposition. Nach welchem Maßstab soll man denn nun Erfolg oder Misserfolg des Einigungsprozesses beurteilen? Ich kenne da vier plausible Maßstäbe. Der erste ist, man schaut sich die Sache mal vom Ausland aus an. Und da habe ich ja, das zitiere ich immer wieder, in einem italienischen Gastkommentar im Tagesspiegel im Jahr 2000 die Bemerkung gelesen, die deutsche Einigung sei weiter fortgeschritten als die italienische. Inzwischen ist mir auch deutlich geworden, sie ist natürlich weiter fortgeschritten als die belgische. Und ich finde diesen internationalen Aspekt, im Ausland sagt man, die Sache sei gelaufen. Wir finden natürlich, dass lauter viele, sehr viele schwierige Probleme noch der Lösung harren, aber man muss sich das klar machen, in anderen Ländern fragt man, haben wir separatistische Tendenzen oder nicht? Da müssen die Franzosen sagen, ja ein bisschen in Korsika, und die Spanier müssen sagen, mächtig im Baskenland, und wir müssen sagen, null, nichts. Nicht einmal die PDS verlangt die Wiederherstellung der DDR, Die Linke heißt die jetzt, man kommt da nicht so schnell nach. Die Linkspartei ist auch verliebter, glaube ich. Also die Linke heißt sie jetzt. Gut. Sondern ich habe erzählt bekommen oder gelesen von einem Parteitag, der damals noch PDS in Neubrandenburg, da waren irgendwelche Sektierer aufgetreten, die auf Flugblätter die Wiederherstellung der DDR verlangten. Aber die Delegierten der PDS wollten diese Flugblätter lieber nicht anfassen. Also, separatistische Tendenzen null. Die Tschechen und Slowaken und die Völker der Sowjetunion haben die neue Freiheit dazu gebraucht, sich schiedlich friedlich zu trennen, und wir haben uns vereinigt, und keiner, soweit ich sehen kann, will daran rütteln. Der zweite Maßstab ist die Frage Einheit in der deutschen Geschichte. Da muss man sich klar machen, dass Deutschland schon immer durch markante Unterschiede geprägt worden ist. Viel stärker als Frankreich, in dem der Zentralismus ja gewissermaßen von der Revolution fortgeführt wurde. Der absolutistische Zentralismus von der Revolution fortgeführt worden ist. Da ist der uralte Unterschied zwischen dem Niederdeutschen und dem Hochdeutschen. Seit der Reformation ist die konfessionelle Spaltung dazugekommen. Aber nach dem furchtbaren 30-jährigen Krieg hat es in Deutschland nie wieder konfessionell begründete Kriege gegeben. Man hat sich irgendwie zu arrangieren vermocht,
Obwohl die Territorien zunächst noch, also die Einzelterritorien danach zunächst noch konfessionell geschlossen waren. Die traditionellen Unterschiede in Deutschland sind freilich stärker nord-südlich ausgerichtet. Und die Grenzziehung der Besatzungsmächte ist insofern anders gelaufen als die traditionellen Unterschiede. Und man könnte das Gedankenspiel wagen, wäre Norddeutschland und Süddeutschland getrennt worden durch die Interzonengrenze. Dann hätte es möglicherweise tatsächlich passieren können, dass die Teilung stabil wäre. So aber verlief die Trennung nun gegen alle landsmannschaftlichen Zusammenhänge. Die Thüringer und die Hessen haben eine besonders enge gemeinsame Geschichte und die Niederdeutschen, die Mecklenburger, die haben schon seit Jahrhunderten immer nach Hamburg geguckt. Dieser Nord-Süd-Unterschied, nebenbei bemerkt, der hat ja auch innerhalb der DDR eine Rolle gespielt. Ich habe mir erzählen lassen, wenn die Welle der Sachsen sich mit ihren Trabis an die Ostseeküste wälzte, da gab es den Spruch, hast du 3 Minuten Zeit, schlage einen Sachsen breit. Ich wollte nochmal nicht so tun, als wenn in der DDR diese landwirtschaftlichen Giftereien nie gegeben hätte. Was vom Westen aus oft übersehen wird, sind die gewaltigen Unterschiede innerhalb des Ostens. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Nicht die landwirtschaftlichen, sondern nennen wir sie die Posttotalitären. Es gibt ja in Leipzig gelegentlich Veranstaltungen, wo Oppositionelle und ehemalige SED-Funktionäre zur Diskussion geladen werden, und da fliegen die Fetzen. Und ich muss sagen, dass ich dem Schulleiter, der meine Tochter im Jahre 1989 nur schon wieder mal nicht zur Oberschule zulassen wollte, dem gehe ich immer noch aus dem Weg. Ich habe keine Lust, mich mit ihm zu vertragen, und ich kann mich mit ihm in der Tat auch viel schlechter verständigen, als wie zum Beispiel mit einem Berufskollegen aus Westdeutschland. Das muss man doch auch mal sehen, das wird oft übersehen. Das hängt damit zusammen, die PDS ist es der Linken ist es irgendwie gelungen, glaubhaft zu machen, dass sie die DDR-Bevölkerung vertrete. Dabei ist das so, 28% wählen die PDS, und dann gibt es eine mächtige Gruppe, ich kann die nicht beziffern, die jedenfalls nie PDS wählen. Und dann gibt es dazwischen welche, die sich das überlegen können, aber die Gegensätze innerhalb des Ostens darf man natürlich nicht übersehen, wenn man von innerer Einheit redet und dabei immer nur von Ost und West. Der dritte Maßstab sind die anderen ehemals sozialistischen Länder. Überall ist der Transformationsprozess mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden gewesen. Hohe Arbeitslosigkeit, heute in Polen immer noch bei 18%, in Prag 5%, in Nordböhmen auch 18%. Bei Tschechien muss man sich nämlich vor Augen führen, dass die sozusagen eine Wohlstandsexplosion für die Hauptstadt haben. Aber die haben auch ein großes Randproblem, wie wir es mit verdünnten Zonen in den neuen Bundesländern auch haben. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Abwanderung, vor allen Dingen von Polen nach Großbritannien und Skandinavien. Überall sitzen postkommunistische Parteien in den Parlamenten, öfter auch in Regierungen. Überall ist das Wahlverhalten und die Wahlbeteiligung sehr wechselhaft. Die Wahlbeteiligung ist in der Regel niedriger als in den neuen Bundesländern bei Bundestagswahlen. Bei Landtagswahlen, das habe ich nun mal bei den letzten genau nachgeguckt, bei Landtagswahlen ist übrigens in den neuen Bundesländern die Wahlbeteiligung auch nicht relevant niedriger als ganz im Westen, bei den letzten, die ich angeguckt habe, auch nicht relevant niedriger als im Westen. Wobei wir alle wissen, dass die Beteiligung an Landtagswahlen sehr stark vom Wetter abhängt, stärker als bei Bundestagswahlen. Also, überall gibt es das Problem des Elitenwechsels. Überall leider auch nationalistischen Radikalismus, überall die Auseinandersetzung um Vergangenheit und Eigentumsfrage. Das, was da vielen Westdeutschen als typisch Ost erscheint, ist in Wahrheit typisch posttotalitär. Und es ist auch wieder eine Verengung des Horizonts, wenn man sich nicht vor Augen führt. Die neuen Bundesländer mussten dieselben Prozesse durchmachen wie alle ehemals sozialistischen Länder. Man kann das sogar noch erweitern und sagen, wie alle posttotalitären Länder, weil es eben Chile oder Spanien, da gibt es verwandte Probleme, obwohl da der Ausstieg, eben der Ausstieg aus einer rechtsgerichteten Diktatur gewesen ist.
Und da muss man nun sagen, dank der Vereinigung konnten die Schmerzen des Prozesses in den neuen Bundesländern erheblich abgefedert werden. Vor allen Dingen im Blick auf Arbeitslose und Rentner. In Polen gibt es ein Jahr, ich weiß die neueste Entwicklung nicht, das haben wir vor 2 Jahren so berichtet, das kann etwas anderes inzwischen sein, aber vor 2 Jahren gab es in Polen für Arbeitslose ein Jahr Unterstützung und danach nicht etwa Hartz IV, sondern nichts. Und von den baltischen Ländern können Sie sich gut darüber kundig machen, dass die Sozialleistungen, wie sie für uns gelten, sie deshalb nicht haben, also gerade in diesen Fragen, weil sie einfach das Geld nicht haben. Alle jene Länder waren mit dem Problem hoher Staatsschulden konfrontiert. Sie sind dadurch gelöst worden, dass man Inflation veranstaltet hat, das heißt mit verschwindender Sparguthaben. Jetzt in der Ukraine, ich weiß, ob Sie es gerade gehört haben, da verspricht nun die neue Ministerpräsidentin, sie will die verlorenen Sparguthaben zu einem gewissen Teil erstatten. Aber die Ostdeutschen wissen gar nicht, dass das der normale Gang der Dinge beim Ausstieg des Sozialismus in allen Ländern gewesen ist. Sparguthaben weg. Ja, von allen ehemals sozialistischen Ländern muss man sagen, hat Ostdeutschland jedenfalls den weitaus höchsten Lebensstandard und auch die beste Infrastruktur. Das kann man gar nicht leugnen. Das verdanken wir der Tatsache, dass dieser an sich schmerzliche Prozess. Was stimmt nicht? Der hohe Lebensstandard stimmt nicht. Ich meine, ich bin immer dankbar für neue Zahlen, aber es müssen echte Zahlen sein. Ich habe ja extra gute Bücher. Vierter Maßstab ist für mich der Vergleich mit den Lebensbedingungen der DDR mit unseren heutigen. Also ich habe ja einen Artikel geschrieben in der Mitteldeutschen Zeitung, also da war ich darum gebeten worden mit der Pointe, die Ostdeutschen sollen sich doch mal überlegen, ob dieses Gefühl, durch die Einigung betrogen zu sein, in dem Maße, wie es besteht, wirklich berechtigt ist. Oh, was denkst du, 300 Leserbriefe. Die 3/4 der Leserbriefe haben mich beschimpft als Verleumder der DDR, weil ich ungefähr das vorgetragen habe, was ich Ihnen jetzt vortragen werde. An erster Stelle nenne ich immer den Freiheitsgewinn. Und ich meine dann mit nicht nur die Reisefreiheit. Dazu krieg ich immer gesagt, früher hatten wir Geld und konnten nicht reisen, jetzt können wir reisen und haben kein Geld. Also das ist natürlich eine Illusion, dass man mit dem DDR-Geld nach Frankreich hätte reisen und dort bezahlen können. Also früher durften wir nicht reisen und hatten das so rein notwendige Geld auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was kriegen denn die Rentner? Ich glaube, durch 15 Westmark einmal im Jahr umtauschen. 15, stimmt's? Naja, mit 15 Westmark kommt man weit. Allerdings dürfen sie, ja, müssen sie Wasser in der Toilette trinken oder wie. Also, für mich ist der springende Punkt die Freiheit von der Angst verhaftet zu werden. Die Angst verhaftet zu werden war ja auch im Herbst 1989 durchaus noch realistisch. SED-Funktionäre haben Kirchenleuten erklärt, der Platz des himmlischen Friedens sei näher als manche denken. Ob das sozusagen zur Abschreckung gedacht oder ob das die Mitteilung von Vorhaben war, das kann ich ja gar nicht entscheiden. Aber jedenfalls, redet nicht solchen Blödsinn, haben wir da nicht geantwortet. Und in der Tat wissen wir ja, dass für die Montagsdemonstration vom 9. Oktober alles vorbereitet war, um sie gewaltsam niederzuschlagen, extra Blutkonserven an die Krankenhäuser ausgegeben und in diesem Agrar, diesem landwirtschaftlichen Ausstellungsgelände, war die Stelle zur Internierung vorbereitet. Es kam aber kein Einsatzbefehl aus Berlin und die Sicherheitskräfte haben sich dann zurückgezogen, weil sie befürchteten, mit der unerwartet hohen Anzahl von Demonstranten nicht fertig zu werden. Als zweites nenne ich die Freiheit vom ideologischen Zwang. Ich meine, wer nie ein Interesse an Büchern und Informationen hatte, die man nicht sowieso schon bekam, also wer sich nicht bewegt, der spürt auch seine Ketten nicht. Ne? Aber wer gemerkt hat, dass es offensichtlich manche wichtigen Informationen im Buchhandel, in Büchern gar nicht zu beschaffen sind, der wird das zu würdigen wissen, dass wir diese Informationsmöglichkeiten haben und dankbar sein, dass das, was da an Faktenverdrehung im Staatsbürgerkundeunterricht und in Geschichte vor allen Dingen, aber auch in der Literatur geschehen ist, dass wir das los sind.
Drittens nenne ich die Freiheit zur politischen Betätigung. Ich habe das ja auch wahrgenommen zu DDR-Zeiten. Habe ich mal erlebt im Kindergarten, sagt die Kindergärtnerin abends bei der Elternversammlung, wir suchen noch Leute, die im Eltern aktiv mitarbeiten. Ich sage, ja, ich bin gerne bereit dazu. Nächsten Tag sagt sie mir, das sei ja sehr peinlich und sie hätte das ja gar nicht gewusst, aber die Kindergartenleiterin hätte gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass der Pfarrer hier mitarbeitet. Insofern muss ich sagen, von der verwehrten Mitgliedschaft in einem Elternaktiv bis zur erlaubten Mitgliedschaft in der Volkskammer, das ist doch ein ganz schöner Sprung. Selbstverständlich behaupte ich nicht, es sei im Zug der Deutschen Einheit keine Fehler gemacht worden. Es gab ja weder Vorbilder noch Vorbereitungen für diesen Prozess. Bei Umgestaltungen dieses Ausmaßes gibt es immer auch falsche Entscheidungen. Man müsste das aber gewissermaßen nach Prozenten mal rechnen, weil nämlich unter nicht revolutionären, gewöhnlichen Umständen es auch eine beachtliche Quote von wirtschaftlichen und politischen Fehlentscheidungen gibt. Wir werden darüber heute regelmäßig in den Zeitungen informiert, insofern brauche ich das nicht zu dokumentieren. Immer gibt es auch Betrüger und Glücksritter. Es war eine unbegründete Erwartung, dass sich 1989-90 in ganz Deutschland, bloß weil die Einheit möglich wird, die Moral generell schlagartig erhöht. Ich höre nun immer dann gesagt, ja, die Westdeutschen, was die den Ostdeutschen für Schrottlauben angetreten haben als Autos. Ich sage dann immer dazu, und was denken Sie, was die Ostdeutschen den sowjetischen Offizieren in Wünsdorf für Schrottlauben angetreten haben? Tun wir doch nicht so, als wenn ein Ostdeutscher, wenn er kann, nicht auch der Versuchung erliegt, jemandem was anzudrehen. Also, das ist alles bedauerlich, aber es ist so. Ich behaupte aber, dass es für die Grundentscheidungen keine Alternativen ohne Schmerzen gegeben hat. Also die Kritiker des Einigungsprozesses müsste man eigentlich dazu verdonnern, uns genau zu erklären, wie die Alternative ohne Schmerzen ausgesehen hat. Ich selber habe auch eine kleine Liste von Fehlentscheidungen, die ich nach wie vor als Fehlentscheidung ansehe. Erstens, es wäre besser gewesen, wenn die Bundesregierung 1990 zu einer großen kollektiven Anstrengung aufgerufen hätte. Das bedauere ich sehr, dass das nicht geschehen ist. Die enormen Kosten auf den Tisch legen und sagen, aber wir packen das. Die deutsche Vereinigung ist nicht zum nationalen Projekt geworden. Das bedauere ich. Ich weiß aber, warum es nicht so gewesen ist. Als nämlich Oskar Lafontaine erklärte, was der Helmut Kohl da vorhabe, könne niemand bezahlen und unser sozialer Ruhestand sei gefährdet, hat er dafür so viel Zustimmung bekommen, dass der Helmut Kohl Zweifel bekam an der Belastbarkeit der westdeutschen Solidarität. So ist es gewesen. Das habe ich auch von ihm persönlich so berichtet bekommen. Und man soll nicht so tun, als wenn diese westliche Solidarität im Jahre 1990 unbegrenzt belastbar gewesen wäre. Bei Umfragen, ich glaube, das war Anfang 1990, war im Osten die Zustimmung zur deutschen Einheit bei 70% und im Westen bei 48 oder so. Nein, unter der Hälfte. Ich meine, die Befürworter, es war ungefähr 50-50, aber das im Westen war die Zustimmung natürlich sehr viel geringer als im Osten. Zweitens, die Lohnerhöhungen im Osten sind zu schnell, zu kräftig ausgefallen. Nun haben aber nicht die Ostdeutschen diese schnellen Lohnerhöhungen der ersten 90er Jahre verlangt, sondern die sind eben sozusagen auf dem Tablett übergereicht worden. Auch aus einem einfach nachvollziehbaren Grund. Im Westen hatte man Angst davor, dass der Osten ein Billiglohnland wird. Und nun müssen wir auch mal, also wenn man das sagt, klingt dann auch gleich so, was sind die geizig oder wie? Liebe Leute, ein Modellaufbau Ost, welches nach der Melodie gegangen wäre, Abbau Arbeitsplätze West, Aufbau Arbeitsplätze Ost. Das können Sie in der Demokratie nicht machen, da kocht die Volksseele. Und insofern sind auch viele der liberalen Programme mit Sonderwirtschaftszone und so etwas, das glaube ich niemals, dass Westdeutsche bereit gewesen wären, aus nationaler Begeisterung auf ihren Arbeitsplatz zu verzichten, weil dieselbe Arbeit billiger im Westen gemacht wird.
im Osten gemacht wird. Insofern müssen wir da auch mal auf dem Teppich bleiben und sehen, dass der Aufbau Ost nach dem Modell Abbau West nicht funktioniert. Das hat aber natürlich zur Folge, dass auch die Erfolgsmodelle, die manche Länder weiter östlich praktizieren mit niedrigen Löhnen, das war eben dann so nicht möglich. Also musste das auch den wirtschaftlichen Aufholprozess verzögern. Drittens, der Aufbau der sozialen Sicherungssysteme im Osten hätte aus Steuern statt aus Beiträgen finanziert werden müssen. Und zwar deshalb, weil es um eine versicherungsfremde Leistung handelt und es nicht einzusehen ist, warum gerade diejenigen, die in der gesetzlichen Rente versichert sind, die Finanzierung der Ostrenten mittragen müssen und ein Architekt oder wer sonst irgendwie eine andere Art von Altersversorgung hat, nicht, oder Ärzte. Aber man hätte dann die Steuern erhöhen müssen. Und die Bundesregierung hat Steuererhöhungen aus Anlass zur deutschen Einheit möglichst vermeiden wollen, eben aus den Gründen, die ich unter Nummer 1 schon erzählt habe. Und viertens, ich rechne die Übernahme der westlichen Rechtsordnung nicht zu den Fehlern. Denn wir haben in anderen ehemals sozialistischen Ländern, und das schrecklichste Beispiel ist Russland, haben wir ja erlebt, dass man dort Marktwirtschaft eingeführt hat, hat aber nicht zur rechten Zeit die rechtlichen Regelungen eingeführt. Oder in Polen hat es eine Zeit lang Aktiengesellschaften gegeben und noch kein Aktienrecht. Also das ist es alles erspart geblieben. Solche Zeiten des Wilden Ostens, wie wir sie weiter östlich mit Folgen erlebt haben, also von Polen rede ich nicht, aber von Russland, mit Folgen erlebt haben, die man nicht gutheißen kann. Ich betrachte es auch nicht als einen Nachteil, dass im Osten nicht Milliardäre entstanden sind aus dem Nichts wie in Russland. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht, muss ich mal sagen. Bloß, ein Fehler oder schwierig geworden ist es aber, dass das Verwaltungsrecht und namentlich das Arbeitsrecht in 40 Jahren Bundesrepublik dermaßen verfeinert oder verkompliziert worden war, dass, wie Biedenkopf immer betont, es völlig ungeeignet war für eine Aufbausituation. Mit einer solchen ausgeklügelten Rechtsordnung hätte man auch das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren im Westen nicht zustande gebracht. Das Netz war zu engmaschig geknüpft für eine Übergangssituation, bloß hinter jeder zweiten Vorschrift steht eine Lobby, das haben wir ja auch bald gemerkt. Und wenn wir in den Diskussionen, die wir in der Volkskammerzeit hatten, gesagt haben, das und das könnten wir nochmal vereinfachen, das ist unser Besitzstand, wenn das im Osten geändert wird, dann wird das bei uns auch anders. Und hinter jeder Vorschrift steht eine Lobby, das haben wir bald gemerkt. Insofern, also nochmal, Die Idee, dass 1990 die Bundesrepublik bei der Übertragung der Rechtsordnung Freiräume geschaffen hätte, die im Westen nicht gegeben sind, das war auch wieder so eine Illusion, ein guter Gedanke, ein sinnvolles Gedanke, aber wer denkt, dass das durchsetzbar war, der hat sich getäuscht. Wie groß die Widerstände gegen Vereinfachungen im Steuersystem oder im Gesundheitssystem und so weiter sind, das können Sie an den heutigen Diskussionen beobachten. Es ist ja immer noch kein voller Durchbruch auf diesen Gebieten erreicht worden. Die Kritik an einer solchen Mentalität der 1000 Vorschriften ist immer berechtigt. Das ist aber eine weltfremde Forderung gewesen, dass dies nun gerade 1990 verschwinden wird. Ich bin sicher, dass viele diese Fehlerliste für zu kurz halten. Die Hauptfehler, werden Sie sagen, kommen ja da gar nicht vor. Auf die Rückfrage, was denn diese Hauptfehler gewesen sind, werden meine Gesprächspartner meistens nicht wortreich, sondern sagen einfach, es muss doch etwas falsch gemacht worden sein, wenn der Osten immer noch keinen wirtschaftlich selbstständigen, tragenden Aufschwung vorweisen kann, wenn es immer noch Einkommens- und Vermögensunterschiede gibt. Naja, also ich sage, oder wenn es das Wirtschaftswunder Ost ausgeblieben ist, nach dem Krieg hat der Westen doch auch in 17 Jahren ein Wirtschaftswunder zustande gebracht. Nun, wenn sich Wirtschaftswunder so einfach organisieren ließen, dann würde ich mal vorschlagen, dass man mal eins fürs Ruhrgebiet organisiert, ein kleines Wirtschaftswunder. Denn im Ruhrgebiet haben wir nämlich regionale Arbeitslosenquoten und Abwanderungszahlen von Ostniveau. Und die Transfers ins Ruhrgebiet, zum Beispiel durch den Kohlenpfennig, sind auch gigantisch. Ich will Ihnen sagen, was vor allen Dingen ein Wirtschaftswunder Ost verhindert hat, der Fall der Mauer. Denn damit war die Möglichkeit,
die die anderen Länder hatten, bloß Zölle an einer Zollgrenze, die einen waren, übergangsweise noch zu schützen und den Übergang zu stecken, die war verloren. Durch den Fall der Mauer und durch die zunehmende Unregierbarkeit der DDR, die Motrow schon im Januar gegenüber Gorbatschow beklagt hat. 1945, das wird ja oft gesagt, wieso nicht ein zweites Wirtschaftswunder? 1945 saßen die Westdeutschen alle in einem ramponierten Land bei geschlossenen Grenzen mit einer reinen Binnenwährung. Auch die D-Mark war zunächst eine Binnenwährung und völlig abgeschirmt von dem Wohlstand Amerikas oder auch der Schweiz. Das ist die Bedingung, unter der das Wirtschaftswunder zustande kam. 1989 fiel die Mauer zwischen einem Land mit einer hocheffektiven Wirtschaft, die nur zu 68% ausgelastet war und nur mit 20% Steigerung den gesamten Bedarf der DDR-Bevölkerung hätte decken können, was sozusagen ökonomisch, rechnerisch auch ganz vernünftig gewesen wäre, aber sozialpolitisch natürlich nicht zu vertreten. Und einem Land mit ruinierter Wirtschaft, mit etwa 16% verdeckter Arbeitslosigkeit, einer Arbeitsproduktivität von 30% West und der technologischen Differenz von 20 Jahren. Also, wäre 1949 Württemberg mit der Schweiz vereinigt worden, hätte es kein Wirtschaftswunder in Württemberg gegeben, sondern Abwanderung und Transferleistung. Nun, einen Vorteil hätten die Württemberger gehabt, nämlich in der Schweiz gibt es keine Autoproduktion, deswegen wäre der Mercedes wahrscheinlich ziemlich bald wieder hochgekommen. Aber ich will das mal sagen, das müsste man dann vergleichen. Da die Schweiz aber, 1989 gab es in der DDR kein einziges Produkt, auf das westliche Käufer scharf waren. Ich weiß nicht, ob Sie eins kennen. Auch die Spreewaldgurken mussten sich erst noch mausern, bis sie als Delikatesse entdeckt wurden. Nun gehe ich mal einige der angeblichen Versäumnisse und Fehlentscheidungen des Einigungsprozesses durch. Erstens höre ich, weder die Politik noch die Wirtschaft hat sich auf die Einheit vorbereitet. Das ist nun völlig richtig, dass sie sich nicht vorbereitet hat. Aber hat denn schon mal jemand darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn sie sich vorbereitet hätten? Darf ich mal die Vorbereitung der deutschen Einheit ins Parteideutsch übersetzen? Die westdeutschen Kapitalisten und Revanchisten wollen den Sozialismus zurückrollen und die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges revidieren. So hätten es natürlich genau, stellt sich doch mal vor, die Bundesregierung würde Pläne über die Einführung von Demokratie und Marktwirtschaft in der DDR schmieden. Die Entspannungspolitik wäre den Bach runtergegangen. Die Hardliner in Moskau hätten gesagt, wir haben es schon immer gesagt, dass die Leute uns nur betrügen wollen. Und es wäre dann wohl auch kein Gorbatschow an die Macht gekommen. Die Entspannungspolitik, die darauf beruht hat, dass man auf Planungen für den Tag X verzichtet hat, ist eine Voraussetzung für die deutsche Einheit gewesen. Und man kann das von mir aus Dialektik nennen. Hätte man die deutsche Einheit vorbereitet, hätte man sie mit Sicherheit verhindert. Zweitens, der Osten, heißt es, brauchte einen Wettbewerbsvorteil. 1990 lagen die Ostlöhne bei 30%. Dabei hätte man es eine Zeit lang belassen sollen. Das habe ich auch oft gehört. Das hätte man machen können. Aber ich sage wieder, bei geschlossenen Grenzen. Es war ja niemand bereit, die Leute am Reisen zu hindern, nachdem der Fall der Mauer eben die Reisefreiheit gewahrt hat. Dann muss man halt lernen, dass so etwas Schönes wie der Fall der Mauer in anderen Zusammenhängen Probleme erzeugt. Das muss man einfach hinnehmen. Ich sage mal, es gibt aber eben den kleineren Nachteil des großen Vorteils und den kleinen Vorteil des großen Nachteils. Und dann nehme ich doch lieber das Erste. Dann hätte man bei niedrigen Ostpreisen bleiben können. Westwaren hätte man dann mit Zoll belegt, wie das die Polen und die Tschechen ja gemacht haben. Sie haben dadurch, wie ich schon gesagt habe, Zeit gewonnen. Aber wissen Sie, man kann nicht die Mauer wegreißen, das Echo. Deswegen habe ich auch nie verstanden, wie der Oskar Lafontaine sich das eigentlich damals gedacht hat, mit den fortbestehenden eigenen Wirtschaftsgebieten mit eigener Währung. Dann hätte man dazu sagen sollen, und der Bundesgrenzschutz kontrolliert alles, kontrolliert das Portemonnaie und die Kofferräume. Pässe brauchen sie ja nicht zu kontrollieren, aber Portemonnaie und Kofferräume wären kontrolliert, dann hätte das funktioniert. Aber damals hat leider niemand Oskar Lafontaine gesagt, was die Voraussetzung deines Vorschlags war.
In der DDR waren die sogenannten Waren des täglichen Bedarfs, wie Sie alle wissen, hochsubventioniert, die Mieten auch. Dafür waren eben die Industriegüter mit Zuschlägen versehen. Denn das Brötchen konnten die natürlich nicht für 5 Pfennig produzieren, obwohl sie es für 5 Pfennig verkauft haben. Das hätte man sowieso abbauen müssen, weil mit diesen riesigen Subventionen und Hin- und Hergeschiebe ja echte Kostenrechnung nicht mehr möglich gewesen wäre. Das heißt, Preiserhöhungen auf diesen Gebieten hätten wir natürlich auch ohne deutsche Einheit. So wie sie in den anderen ehemals sozialistischen Ländern auch gegeben. Bei 30% Westlohn und 100% Westpreisen wäre die Mehrheit der Ostdeutschen unter westliche Sozialhilfe in New York gesunken. Man weiß aber, dass Menschen abwandern, wenn sie zu Hause weniger als 70% dessen verdienen, was sie durch Umziehen erreichen können. Nun, wir haben ja trotzdem noch unter Abwanderung zu leiden. Oder jedenfalls, sie findet statt. Und schließlich, der Westen hat die Demokratie unter Bedingung des Wohlstands schätzen gelernt. Ich finde es eine kühne These, dass die Ostdeutschen sie bei rapide sinkenden Einnahmen hätten schätzen lernen sollen. Also insofern ist diese Idee mit einer langen Übergangszeit bei Ostlohn, also 30% West, die Idee, die mag ja ökonomisch vorgerechnet werden können, geht völlig vorbei an sozialpsychologischen Gesichtspunkten. Die Akzeptanz der Demokratie in den neuen Bundesländern halte ich, wenn ich also mit den anderen ehemals sozialistischen Ländern vergleiche, für akzeptabel. Also jedenfalls nicht für dramatisch schlecht. Aber ob das bei einer richtig gehenden Altersarmut, wie sie da in Polen und namentlich in Russland eine Zeit lang bestanden hat, auch so wäre, frage ich mich. Und noch etwas, ach, das habe ich schon erzählt, mit dem Billiglohnland hätte nicht funktioniert. Drittens, man habe versäumt, im Osten die Entstehung eines Unternehmertums zu fördern. Naja, also richtig ist, dass wir da ein Defizit im Osten haben. Das ist schon richtig. Wenn das aber so einfach wäre, fördern Sie doch mal schnell das Unternehmertum im Ostfriesland. Da ist nämlich auch ziemlich Ebbe. Es gibt im Osten übrigens mehr Selbstständige als im Westen. Also die Behauptung, dass da im Osten sich niemand zu bewegen bereit ist, kann man so nicht unterscheiden. Es gibt solche Phänomene in bestimmten Bereichen, das sehe ich auch. Aber nach dem statistischen Jahrbuch von 2005 ist die Zahl der Selbstständigen in den neuen Bundesländern höher als in den alten Bundesländern. Das hat, ja, prozentual. Das hat, dieses Ergebnis, also diesen Tag, dann muss man natürlich wieder interpretieren. Man muss sich klar machen, was hier unter Unternehmer, aber dann ist es jeder, der selbstständig wirtschaftet, eine Person, zwei oder drei Personen. Und da gibt es auch Scheinselbstständigkeit dabei, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Großbetriebe fehlen. Die ja viele Handwerker zum Beispiel haben, weil nicht Klipp und Dreher und so etwas, die machen sich dann der Notgehorsen im Osten selbstständig und im Westen würden sie sehr viel besser verdienen im Großbetrieb. Aber ich will es nur als Indiz dafür nehmen, dass man nicht sagen kann, die im Osten sind gar nicht bereit, sich zu bewegen. Die Initiative, die sich übrigens auch daran ausweist, dass ja nicht wenige dieser Betriebe zu einem gescheiterten Abenteuer geworden sind. Es gibt also auch Beispiele, auch aus meiner Verwandtschaft kenne ich welche, wo Leute Konkurs gemacht haben und ein zweites Mal ansetzen und beim zweiten Mal Erfolg haben. Also ich habe sehr großen Respekt vor Leuten, die so etwas machen. Die Einführung der sozialistischen Planwirtschaft und die Einführung der Marktwirtschaft verhalten sich zueinander ungefähr wie Allee abholzen und Allee anpflanzen. Für das Abholzen brauchen Sie nur einen Befehl zu geben, da geht die Säge und in einem Tag ist es vorbei. Bei der Einführung der sozialen Marktwirtschaft muss man warten können. Erfolgreiche Unternehmer mit einem Riecher für das Geschäft kann man nicht aus der Retorte zaubern, so wenig wie Spitzenmusiker. Das ist halt auch eine Begabung. Nur ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung ist Spitze, das ist überall so. Aus der DDR sind aber seit 1945 4 Millionen abgewandert. Davon waren viele sehr beweglich. Die Unternehmenslücke hat auch etwas mit einer Unternehmerlücke zu tun. Das westliche Wirtschaftswunder übrigens hat zu einem beachtlichen Teil von diesem unverschuldeten oder unverdienten Zuwachs an ostdeutschen Fachleuten profitiert. Dafür gibt es auch Untersuchungen. Wenn alle Unternehmen, die einmal von Ost nach West gegangen sind, zurückkehren würden, hätten wir keine Probleme mit dem Aufbau aus Dresden, Bank nach Dresden und die Max-Planck-Gesellschaft nach Berlin und so weiter. Ich will das ja gar nicht alles aufzählen.
Jetzt ist es so, Audi kommt aus Zwickau und erhält in Zwickau deshalb dort keine Fabrik, sondern ein zweites Firmenmuseum. Naja, also ich, so ist es nun mal, aber man muss sich eben auch da klar machen, wenn da so viel gejammert wird, dass so viel Geld nach Osten fließt, könnte man auch von dem reden, warum das Geld nach Osten fließt, weil vorher so viele erfolgreiche Unternehmen, die mal im Osten ihren Standort hatten, im Westen die Kassen füllen. Viertens ist es ein Fehler gewesen, die westlichen Sozialsysteme auf den Osten auszuweichen. Richtig ist daran, wenn man das nicht getan hätte, hätte man viel Geld gespart. Man könnte auch darauf verweisen, dass die anderen ehemals sozialistischen Länder sich solche Sozialleistungen gar nicht leisten können. Politik darf sich aber nie ausschließlich an ökonomischen Argumenten argumentieren. Sie muss immer auch die mentalen berücksichtigen, und ich habe das ja vorhin schon einmal angesprochen. Die Freude über die deutsche Einheit ist für viele im Osten durch den Zusammenbruch der Ostwirtschaft geradezu verschüttet worden. Davon profitiert bis heute die PDS-Linke und auch die NPD. Wäre die plötzlich hereinbrechende Arbeitslosigkeit nicht finanziell abgefedert worden, wären die politischen Folgen schwer absehbar gewesen. Ich schließe mit drei Thesen. Die erste heißt, der Osten kann nur aufholen, wenn die Wirtschaft in Gesamtdeutschland prosperiert. Ich glaube nicht, dass es Sonderrezepte für den Osten gibt. Zweitens, wir dürfen uns von den derzeit erfreulichen Wirtschaftsdaten nicht blenden lassen und den Reformbedarf weiter verschieben. Der ist immer noch erheblich. Dass gerade mal die Steuereinnahmen sprudeln, darf nicht zum sanften Ruhekissen werden. Und drittens, wir sollten die Einigungskosten als verspätete Kriegsfolgelasten verstehen. Der Osten hat den größeren Teil der Kriegsfolgelasten zu tragen gehabt, und zwar unverschuldet. Insofern ist es keine Gnadengabe, wenn weiter erhebliche Mittel notwendig sind, damit das Lebensniveau, wie wir es im Osten haben, gehalten werden kann. Das war mein Vortrag. Ja, Herr Schröder, vielen Dank für Ihren anregenden Vortrag. Ich bitte Sie jetzt um Ihre Fragen, die Sie an Herrn Schröder haben. Wenn sich keiner traut, dann stelle ich als Moderator die erste Frage. Herr Schröder, Ihre Thesen oder Ihre Ansichten haben sich sehr auf die Vergangenheit bezogen. Ja. Was ist der Blick, Ihr persönlicher Blick in die Zukunft? Ja, ich hab keinen persönlichen Blick in die Zukunft, speziell für die neuen Bundesländer. Ich finde, die Probleme, die wir haben, die haben wir längst gesamt. Und ich sehe auch nicht, dass es eine Sondermentalitätsentwicklung im Osten gäbe. Jedenfalls sehe ich das nicht. Ja, warte, dann müssen wir das mal ja wieder höher machen. Jedenfalls sehe ich das nicht. Wie bitte? Jedenfalls sehe ich das Problem nicht bei den jungen Leuten, die studieren. Ich sehe es auch nicht bei den jungen Leuten, die, so bedauerlich man das im Prinzip finden will, wegen eines Ausbildungsplatzes nach dem Westen. Also ich sehe eigentlich nicht, dass wir spezielle Ost-West-Probleme und eine spezielle Rezeptur für den Osten brauchen. Sondern ich sehe das so, es gibt wirtschaftlich schwache Gebiete in Deutschland, die meisten davon liegen im Osten, andere liegen im Westen. Und man könnte eine Förderpolitik machen, die sich darauf konzentriert, wobei das aber eine keine einfache Frage ist, was wirklich wirksame Förderinstrumente sind. Es gibt ja nicht wenige Förderinstrumente, die alles das gebracht haben, was sie bringen sollen. Aber die Probleme, die wir in Deutschland haben, die muss ich Ihnen jetzt vielleicht nicht aufzählen, die haben wir im großen Ganzen gesamtdeutsch. Mit sozusagen quantitativen Unterschieden. Aber ich kann nicht sehen, dass man sie qualitativ nennen kann. Wie erklären Sie sich das, dass die Medien in ihren Äußerungen sehr polarisieren und diese differenzierte Sicht so gut wie nie vorkommt?
Das erkläre ich mir aus dem Marktgesetz, unter dem die Medien stehen. Nämlich nur, was den Adrenalinspiegel hebt, ist von Interesse. Die Leute müssen sich aufregen, sonst bleiben sie nicht am Fernseher sitzen, wechseln das Programm oder kaufen die Zeitung nicht mehr. Das ist etwas sehr Ärgerliches. Ich stelle aber fest, dass es offenbar bei den meisten Menschen dieses Aufgeregte so tief nicht geht. Das heißt, der FAZ hatte jetzt mal kürzlich eine halbe Seite Überschriften von Talkshows. Das waren durch die Bank weg Katastrophenszenarien. Aber sowohl die Journalisten als auch die Zuschauer schlafen in aller Regel danach weiter gut. Das wird nicht sehr ernst genommen. Aber es hat natürlich, trotzdem Gefahren. Also erstmal, obwohl Deutschland zu den Ländern der Welt gehört, mit dem höchsten Lebensstandard, auch mit dem höchsten Sozialstandard, zu denen, nicht dass sie den höchsten haben, aber zu denen gehört, gibt es ein Medienbild, wonach hier in Deutschland offenbar vor allen Dingen arme Leute hungern und so etwas. Oder es gibt den Eindruck, also jetzt zum Beispiel, am neuesten war, dass so und so viel Prozent der Bevölkerung in 20 Jahren keine ausreichende Rente mehr haben werden. Ja, 20 Jahre sind Zeit genug, um das Rentensystem vollständig umzustellen. Es gibt auch dafür Modelle. Also, ich weiß das auch nicht. Manchmal, das eine ist das Marktgesetz, das andere ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen, wir sind ja doch offenbar auch durch die Evolution getrimmt darauf, Gefahren abzuwehren. Man muss sich durchschlagen in vieler Hinsicht. Wenn die Anzahl der gefährlichen Situationen sinkt, dann sinkt offenbar die Bereitschaft, sich Gefahren einzustellen. Ich weiß das nicht genau, ob das eine Rolle spielt. Aber ich bin jedenfalls ein sehr erstaunter Zeitungsleser, wenn ich da sagte mal, erfreuliche Zeiten gibt es wohl immer nur einen Rückblick, oder wie? Von dem gibt es noch den schönen Satz, den ich vielleicht mir auch noch zum Besten geben kann. Die guten alten Zeiten von morgen sind heute. Passt mal auf, ob das nicht so geht. Das würde Sie sprachen von den Irrtümern. Ja. Und Ihre Aufklärung. Wie erklären Sie sich, ist, dass die wirtschaftliche Situation der DDR des Jahres 1989, da könnten wir in einem Schürerbericht, im öffentlichen oder im allgemeinen Bewusstsein so wenig präsent war oder so wenig präsent ist? Also jetzt 1989, da war die wirtschaftliche Situation in der Bevölkerung sicherlich ganz schön präsent. Ich habe da, nämlich als Zeugnis die unendliche Menge von diesbezüglichen DDR-Witzen. Ich will Sie da ja nicht so sehr damit traktieren, aber was passiert, wenn der Sozialismus in der Sahara eingeführt wird, findet auch nichts, dann wird der Sand knapp. Und so war das, ich kenne die ja. Also die DDR-Bevölkerung hat sich da, glaube ich, keine Illusion gut gegeben. Der Schürer-Bericht, der übrigens im Internet bei BSDU abrufbar ist, wer den noch nicht kennt. Der Schürer-Bericht ist... Da haben wir merkwürdige Erfahrungen gemacht. Lothar de Maizière hat gesagt, er sei in der Regierung Motrow verteilt worden. Christa Luft hat immerfort behauptet, sie hätte ihn nie gekannt, obwohl sie ja da mit drin war. Inzwischen gibt es auch Leute, die Richtigkeit im Blick auf, da wird ja eine sehr hohe Devisenverschuldung diagnostiziert, bei deren Abbau der Lebensstandard, den Schuldendienst, wo der Lebensstandard in der DDR um 30% gesenkt werden müsste und das würde die DDR unregierbar machen. So geht die Argumentation. Deswegen brauchte man von der Bundesrepublik einen Sofortkredit von 4 Milliarden, um das strecken zu können. Ja, der ist nicht sehr bekannt und inzwischen gibt es also ja offenbar auch viele Leute, die nach der Devise, das nicht sein kann, was nicht sein darf, den Bericht bestreiten. Eine Rolle, also soll ich da jetzt so in Details gehen? Also bei denjenigen, die den Bericht bestreiten, die behaupten so weit, dass die Verschuldung in Devisen von etwa 50 Milliarden Westmark, die sei viel zu hoch angesetzt, denn die Bundesbank hätte ja gleichzeitig von 25 Milliarden gesprochen.
Es gibt aber ein zweites Gutachten, das nicht mal im Politbüro ausgeteilt worden ist, in dem nachgewiesen wird, dass die DDR teils durch private Spareinlagen in Devisen, die es also in der DDR gab, teils durch noch nicht verbrauchte Kredite dem Westen ein Guthaben vorspiegle, in dem dieses Westgeld bei westlichen Banken auf Konten gezahlt wird. Und das ist die DIF, das ist die Quelle der Differenz dieser beiden Angaben. Also, ich weiß es auch nicht, warum das nicht mehr bekannt ist. Es hängt, diejenigen, die gerne behaupten, die DDR sei überhaupt nicht finanziell am Ende gewesen, denen passt der natürlich nicht, der Bericht. Aber ich wundere mich auch. Naja, es spielt natürlich auch eine Rolle, dass sie offenbar nicht so sehr viele Lehrer gibt, die in ihrem Unterricht diese Sachverhalte ausbreiten möchten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Jetzt sind wir noch eine Frage. Ja, Frau Pleuel, die Treuhand übernommen hat, gab es ja Diskussionen innerhalb der Treuhand, wie man eigentlich mit dem DDR-Vermögen verfährt, mit dem Volksvermögen. Und da gab es ja dann die Bestrebung, also das Volksvermögen auf DDR-Bürger umzulegen und die ehemaligen DDR-Bürger auf diese Art und Weise eigentlich zu beteiligen an der Neukonstruierung ihres Landes, ihrer Wirtschaft. Denn es ist ja nachgewiesen, dass dieses ist ja nicht dann umgesetzt worden, weil der Vorsitzende oder der Direktor der Treuhand ja eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Man weiß bis heute auch noch nicht genau, wo eigentlich die Ursachen dafür liegen. Aber es ging dann also los, dass ja die ganzen DDR-Betriebe für Butter, Brot und oder für 1 Euro verschweigen worden sind. Und diejenigen, die eigentlich all die Betriebe, Unternehmungen aufkaufen konnten, waren nämlich nicht die DDR-Bürger, weil die DDR-Bürger meistens überhaupt kein großes Einlagenvermögen hatten. Ging ja auch damit zusammen, dass die Gehälter niedriger waren, dass es kein vermögensbildendes Sparen gegeben hat. Also diese Ungleichheit war ja von vornherein eigentlich festgelegt in der Kapitalangabe. Und es gibt jetzt zum Beispiel, weil wir sagen, dass es also mehr etwa die Linken sind, über die Unzufriedenheit, über die Ungleichheit der Kapitalsituation zwischen Ost und West sprechen, gibt es ein wunderbares, einen kirchlichen Herausgeberkreis, der Buch Gerechtigkeit im vergangenen Jahr erschien. Und da sind ungeheuer interessante Daten veröffentlicht, wie die Situation ist und warum es so gekommen ist, dass der Osten eben in der Zwischenzeit wirklich das Armenhaus Deutschlands ist. Entschuldigung. Also, ja, ich habe es verstanden. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir Fragen stellen. Also was ich gesagt habe, stimmt zum Teil leider nicht. Es stimmt erstens nicht, dass Rohwedder das Konzept der Anteilscheine vertreten hat. Da sind Sie im Irrtum. Das ist von Wissenschaftlern vertreten worden. Das ist auch für den Fall, dass die Privatisierung einen Überschuss ergibt, in der Koalitionsvereinbarung enthalten und auch noch im Einigungsvertrag. Für den Fall, dass die Privatisierung einen Überschuss ergibt. So steht es da drin. Über die Frage, Rohwedder hat vor seinem Tod nicht mehr die Inventur der DDR-Wirtschaft erlebt. Das ist später zustande gekommen, also die Aufstellung über den Wert. Die Sache mit den Anteilscheinen ist in 2 Ländern praktiziert worden, in Russland und in Tschechien. Was in Russland daraus geworden ist, wissen Sie, da sind nämlich die Milliardäre daraus entstanden. Aus so einer ganz einfachen Sache, da hat es einige schlaue Leute gegeben, die haben sofort erkannt, Geld kannst du nicht mit den Industriebetrieben der Sowjetunion machen, sondern nur mit den Rohstoffen. Haben die systematisch aufgekauft, so sind die Milliardäre entstanden. Und die Leute haben ihren Anteilschein bekommen und für 50 Rubel den weggegeben für eine Flasche Schnaps, weil sie sagten, was soll ich mit dem Papier? So, in Tschechien hat man es auch gemacht.
Da ist es zwar, hat es zwar nicht zu dieser katastrophalen Entwicklung geführt, die Tschechen sind offenbar ein besonnenes Völkchen, aber auch nicht zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Und zwar deshalb, weil so, wenn Sie einen Anteilschein kriegen vom Leunawerk oder vom Trabantwerk, wenn Sie da einen Anteilschein haben, ja, nur dann ist der was wert, wenn Sie wissen, wer weiter Trabant verkauft. Sonst müssen Sie die Einrichtung modernisieren. Und wollen Sie sich zutrauen, dass die, was weiß ich, 10.000 DDR-Bürger, die Anteilscheine vom Trabantwerk haben, dass die genügend Geld in der Hosentasche haben, um die gesamte Infrastruktur des Werkes neu aufzubauen? Dass, wenn die DDR-Betriebe, dass Sie sagen ja ganz richtig, dass sie zum Teil, also das mit dem 1 Euro, das sind natürlich Grenzfälle, in aller Regel ist natürlich schon mehr bezahlt worden. Wenn es so gewesen wäre, dass die DDR-Betriebe, dass man mit denen Geld machen kann, wissen Sie, der Wert einer Fabrik besteht nur darin, dass man mit ihren Produkten was verdienen kann. Sonst ist es nämlich ein Museum. Das Trabantwerk war in dem Moment, wo sie kein Trabant mehr verkaufen konnte, 0 Mark wert minus Abrisskosten. Das muss man doch mal sehen. Das galt natürlich nicht für alle DDR-Betriebe. Aber die Idee, die Idee, dass die DDR-Betriebe einen Wert hatten, der verschleudert worden ist, die ist deshalb schon unglaubwürdig. Wenn man damit hätte Geld machen können, dann wären sie auch da gewesen. Denn wissen Sie, eins können Sie den Kapitalisten nicht absprechen. Sie verstehen was vom Geschäft. Und wenn man mit den DDR-Betrieben Geld hätte machen können, dann hätte man sie nicht wie Sauerbier ausbieten müssen. Was dieses Buch betrifft, ich kenne da einige Autoren und habe mich gerade mit dem Edelgard Richter seit nun schon 25 oder 30 Jahren in den Haaren. Sie können nicht denken, weil das von Theologen geschrieben ist, von einer bestimmten Auswahl von Theologen, dass ich deshalb verpflichtet sei, das richtig zu finden, was da drin ist. Ich kenne das, aber ich bin anderer Auffassung. Ja, das ungefähr sollte ich dazu sagen. Im Übrigen, es gab die kleine Privatisierung von ungefähr 30.000 Einheiten, Hotels, Apotheken, sämtliche Apotheken der DDR sind in Ostland. Also die kleine Privatisierung bezog sich auf Betriebe, die in der Tat ein DDR-Bürger auch kaufen konnte, meistens übrigens mit Kredit und nicht mit Gesparten. Wenn sie nämlich eine sichere Bank war, also eine Apotheke braucht es immer, dann haben die Leute auch zum Kaufen Kredit bekommen. Deswegen stimmt auch ihr Argument nicht, dass es am Geld gefehlt hat. Das Autowerk Ludwigsfelde oder Leuna oder so, das Autowerk Ludwigsfelde hat keine westdeutsche Privatperson gekauft. Das stimmt doch gar nicht, dass die Großbetriebe von westdeutschen Privat, die haben auch nicht so viel Geld in der Regel, sondern das hat Mercedes gekauft. Das heißt, also seinerseits eine Wirtschaftsgesellschaft, ein Unternehmen. Aber die DDR-Unternehmen, also die Kombinate, die das Äquivalent zu so einem Konzern darstellen, die waren dann nun gerade die Patienten. Und deswegen ist es ein Irrtum zu sagen, dass die großen Betriebe an westdeutsche Unternehmen gegangen sind, sei eine Benachteiligung der Ostdeutschen. Die Ostdeutschen hatten doch gar keine Unternehmen, die Unternehmen kaufen konnten. Ich meine, in Tschechien ist dann in Tschechien hat es einen wirtschaftlichen Stillstand gegeben, nachdem wir diese Dinge ausgeteilt haben. Dann hat die Regierung ein Privatisierungsprogramm nach dem Modell Treuhand aufgelegt und zum Beispiel Skoda nicht an tschechische Bürger mit Anteilscheinen, sondern an VW verkauft. Daraufhin ist Skoda eine Erfolgsnummer 1. Und dieses ist das Treuhandmodell und nicht das Anteilmodell, der Erfolg von Skoda. Das ist doch was anderes drin steht, das von Es war ja leider so, dass die alte Bundesrepublik ein völlig falsches Bild von der wirtschaftlichen Situation der DDR hatte. Die waren ja, wie viel wir aus allen wollten. Sie konnten ja nicht sagen, Bruttosozialprodukt hier, Bruttosozialprodukt dort und so. Die Parameter, nach denen in der Planwirtschaft gemessen wurde, waren andere als die in einer Marktwirtschaft. Deswegen hatte die DDR die Möglichkeit, sozusagen ihre Zahlen zu manipulieren bzw. zu frisieren und zu sagen,
also was wir leisten, entspricht dem und den Parametern bei euch. Und das haben offenbar viel zu wenig Leute, und das ist ein Vorwurf an die entsprechende, an die entsprechenden Ökonomen, die das zu erforschen eigentlich gehabt hätten. Das ist natürlich was anderes als die deutsche Einheit vorbereiten, die DDR-Wirtschaft analysieren. Das ist ein großes Fragezeichen. Warum haben so viele und sogar Wirtschaftsleute die von der DDR angebotenen Vergleichszahlen geklaut? Man kann sagen, das hing vielleicht damit zusammen, dass sie in der DDR keine Detailanalysen machen konnten. Aber ich möchte wetten, dass es genügend zugängliche Parameter gegeben hat, um die Rechnungen, die die DDR da vorgetragen hat, um auf den 7. Platz oder 11. hat es manchmal geheißen, die hätten kontrolliert werden können. Es bestand aber kein Interesse daran. Und das, also ich finde, was ich vorhin gesagt habe über die Vorbereitung der deutschen Einheit, das hätten die Politiker nicht machen dürfen, erstreckt sich nicht auf die Deutschlandforschung oder die DDR-Forschung. Das finde ich schon ein Skandal, dass die sich so wenig dafür eingesetzt haben, dass sie dann von den ersten Besichtigungen der DDR nach dem Fall der Mauer so überrascht waren. Das ist also eine intellektuelle Zähigkeit. Man hätte diese Dinge genau erforschen können, ohne sich den Vorwurf des Revanchismus einzuhalten. Ja, Sie haben ja auch statistisches Bild gezeichnet von der Wiedervereinigung und in vieler Hinsicht gebe ich Ihnen recht, jeder hat Vorteile gehabt und viele, die Sie erwähnen, die Sie auch also in Ihren Büchern erwähnt haben, sind nicht abzuschreiben. Aber ich habe den Eindruck heute Abend, dass Sie doch einiges ausblenden, das nicht so günstig gelaufen ist. Zum Beispiel die Frage Rückgabe vor Entschädigung von Privatgrundstücken, was ja sehr, sehr viele Leute geärgert hat, weil einfach ein Westmaßstab hier auferlegt wurde, der im Osten gar nicht greifen konnte. Also dass man also eigentlich benachteiligt war und sein Eigentum abgeben musste. Das also auf den privaten Sektor. Ein anderer Sektor, und zwar die Übernahme von ostdeutschen Betrieben. Also es ist, glaube ich, hinreichend bekannt, dass viele westdeutsche Unternehmen ostdeutsche Unternehmen aufgekauft haben mit der Absicht, die Konkurrenz niederzumachen und dass sie das auch getan haben. Ja? Und wenn Sie sagen, dass ein Unternehmen natürlich darauf aus ist, den Gewinn zu optimieren, dann haben viele westdeutsche Unternehmen ihren Gewinn damit optimiert, dass sie in Ostdeutschland die entsprechenden Konkurrenzen oder Gefährdungen einfach vernichtet haben. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass Unternehmen eine größere Fabrik für eine Mark erworben haben, mit der Auflage, das zu erhalten, die Arbeitsplätze zu erhalten. Was passiert ist, dass sie das nicht getan haben, dass sie dann irgendwelche Winkelzüge gefunden haben, diese Verträge nicht einzuhalten. Die Arbeitsplätze waren weg und die Immobilie wurde dann zweckentfremdet zu irgendwelchen anderen Zwecken verwendet. Und damit wurde also wirklich die ostdeutsche Wirtschaft sehr viel bedroht. Ich muss Sie bitten, auch wenn es mich etwas unsympathisch macht, auf eine Frage vorhaben zu kommen. Ja, ich komme auf die Frage. Weiterhin ist auch bekannt, was die Anteilscheine angeht. Sie geben immer die negativen Beispiele, Herr Schröder. Zum Beispiel auch ein Verbandwerk hat eine Immobilie, die sehr viel wert ist. Und wenn das auf Ostdeutsche verteilt worden wäre, dann hätte es auch Geld gegeben. Genauso die Wohnungen. Die vielen integriert volkseigenen Wohnungen, die es auch gab, auch also zurückgegeben wurden, beziehungsweise von Gesellschaften aufgekauft. Das ist auch ein Gut, das eine Miete abwirft, das durchaus profitabel ist. Also, es ist nicht nur so, dass die ostdeutsche Wirtschaft sowieso kein Wert hatte und damit also niemand betrogen worden ist,
sondern nach meiner Einschätzung sind sehr viele Leute betrogen worden. Das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch viele Wirtschaftsfachleute. So, und meine Frage ist, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Nein, Sie, also mit Ja und Nein kann ich nicht antworten, weil sich in der Tat Fälle darstellen lassen, für die das gilt, die Konkurrenz niedermachen. Muss ich wieder sagen, wenn jemand einen Betrieb kauft, um ihn stillzulegen, dann muss dahinter stehen, dass, wenn er den jetzt auch noch arbeiten ließe, er die entsprechend größere Zahl an Produkten nicht loskriegt. Denn sonst kauft man nämlich nicht einen Betrieb, um niederzumachen, sondern man kauft einen Betrieb, damit man Geld verdienen kann. Und insofern ist ja der Kauf zu dem Zweck, den Betrieb stillzulegen, ist ja Beweis dafür, dass der Markt eine Erhöhung der Produktion nicht hergibt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass im Jahre 1990, das ist ein weiterer Unterschied zu 1945, wir es weltweit mit gesättigten Märkten zu tun hatten. Sie haben ja so eine Art substantialistisches Wertverständnis. Jetzt sagen Sie sogar noch, das hätten Sie vielleicht zur Stärkung Ihrer Position gar nicht sagen sollen, das Verbandwerk war doch wenigstens noch eine Immobilie wert. Ja, also eine Immobilie, bei der Sie erstmal draufzahlen müssen, damit Sie abreißen. Denn die kauft ihm natürlich nur jemand für ordentliches Geld ab, wenn er drauf bauen kann. Insofern ist die Immobilie nur für denjenigen was wert, der Geld hat, abzureißen und darauf was Neues zu bauen. Und das ist wieder meine Frage. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass die DDR-Bürger das Geld rüberreichen konnten, damit man dort ein VW-Werk hinsetzen kann? In Zwickau und in Eisenach ist die Bevölkerung über die Entwicklung, die Autoindustrie dort genommen hat, nicht unglücklich. Das müssen Sie auch mal sehen. Die fühlen sich nicht mehr als betrogen. Die sagen nicht, statt des VW-Werks wollten wir lieber anteilmäßig unser Eigentum Trabantwerk haben. Die Sache mit Rückgabe vor Entschädigung ist komplex. Ich habe mich jetzt darüber, mir ist gleich eingefallen, dass ich ja, wenn ich im Westen über dieses Thema rede, immer ganz was anderes gesagt bekomme. Was für eine Schweinerei, dass der Bodenreform und die Enteignung unter sowjetischer Besatzungszone nicht rückgängig gemacht worden sind. Also möchte man erstmal feststellen, das ist ja egal, jetzt geht es um die Frage, wer ist womit zufrieden. Also, da muss man sagen, dass der Unmut derjenigen, die ihr Boden durch die Bodenreform und die anderen Enteignung verlorenes Eigentum nicht zurückbekommen haben, hält an. Vorgestern habe ich zum letzten Mal einen entsprechenden Leserbrief in der FAZ gelesen. Ich verzweifle am Rechtsstaat, schreiben die Leute. Der Unmut über die Regelung Rückgabe vor Entschädigung ist in ostdeutschen Leserbriefen seit etwa, sagen wir, 8 Jahren nicht mehr anzutreffen. Dass Leute ihr Eigentum abgeben mussten, das stimmt natürlich nicht, sofern sie gekauft haben. Wir haben im Einigungsvertrag und vorher schon in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass der redliche Erwerb geschützt ist. Ich kann Ihnen sagen, dass ich auch zu dieser Regelung viel böse Stimmen aus dem Westen gehört habe. Ich bin da auch persönlich beschimpft worden, weil ich diesen Grundsatz vertreten habe, weil gesagt wird, wenn jemand zu DDR-Zeiten etwas gekauft hat, was vorher enteignet worden ist, das sei doch Hehlerei. Wir haben das geschützt. Der redliche Erwerb ist geschützt. Dass jemand sein Eigentum hat abgeben müssen, stimmt nicht. Es ist auch, also ich will Ihnen sagen, wie die Regelung zustande gekommen ist. Der Herr Weigel hat gesagt, also erstmal gab es in der CDU, Herr Schäuble gehörte auch dazu, nicht wenige, die hätten eigentlich Entschädigung für Rückgabe besser gefunden. Und zwar wegen der Unruhe, die das bringt. Auch weil sie gesagt haben, die Westdeutschen wollen jetzt das Haus von ihrer Oma zurückhaben, haben sie schon längst aufgegeben und vergessen. Dann hat der Weigel nur eine Frage gestellt. Er hat gesagt, na, wie hoch ist denn die Entschädigungssumme, die da ungefähr anfangen zurückzugehen? Naja, immer auf Kosten der DDR-Bevölkerung. Das ist, ich habe auch was zugekriegt, wenn Sie das interessiert. Immer auf Kosten der DDR-Bevölkerung. Die Entscheidung, Sie haben, das wäre zu teuer gewesen. Das heißt, der Westen hätte zu viel zahlen müssen, also müssen die Osten abguten. Wie haben Sie sich denn die Regelung jetzt gedacht? Jetzt wird es ja überhaupt interessant. In der DDR gab es Leute, die waren Eigentümer, wie ich, und standen im Grundbuch.
Und dann gab es Leute, die standen nicht im Grundbuch, sondern stattdessen stand ein Westdeutscher im Grundbuch. Sie wussten immer, dass sie nicht im Grundbuch stehen und waren Mieter. Diese sind die eigentlich Leidtragenden. Sie hatten nämlich gedacht, ich brauche nicht zu kaufen, denn die DDR besteht ewig. So, das sind die. Die hätten, und sehr viele haben, mein Nachbar hat vom Alteigentümer gekauft. In dem Fall ging es darum, dass das Haus ihm gehörte und der Grund und Boden zurückgang. Da ist der Alteigentümer verdonnert worden durch das Gesetz, dass er nicht zum Verkehrswert verkaufen darf, sondern niedriger. Also, wenn Sie sich die Regelung genau angucken, werden Sie zugeben müssen, dass es ein kompliziertes, vielleicht allzu komplizierter Versuch eines Ausgleichs ist. Und Ihr Spruch, die DDR-Bürger seien die Dummen gewesen in der ganzen Angelegenheit. Nein, Sie haben gesagt, Leute hätten ihr Eigentum abgeben müssen. Das ist nicht richtig. Doch, ich habe es selber erlebt, Herr Schröder. Also das können Sie mir nicht ausreden. Ich habe es selber persönlich erlebt. Warum wieder? Augenblick. Wenn Sie, also ich kann ja nur über die, ich kann natürlich nicht über jeden, wenn Sie nach der Rechtslage, haben Sie etwas, das Sie vor 1945 besessen haben, oder dass Sie zu DDR-Zeiten redlich erworben haben, nicht zurückgeben müssen. Entweder ist an Ihnen Unrecht geschehen oder Ihr Fall, was ich eher vermute, lag etwas komplizierter. Ich kenne viele Leute, die sich wie Eigentümer verhalten haben und sich wahrscheinlich so gesagt haben, warum soll ich kaufen, es ist ja auch manchmal den Leuten angeboten, und warum soll ich kaufen, als Mieter bin ich viel billiger dran. Und das ist jetzt nicht Ihr Fall offenbar. Das sind diejenigen, die mit der Regelung Rückgabe vor Entschädigung vor allen Dingen ihren Ärger haben. Es gibt natürlich sehr komplizierte Fälle von zweifach, dreifach Eigentumsüberlagerung. Da gibt es dann auch, es gibt in der Eigentumsfrage, das kann ich Ihnen grundsätzlich sagen, nie eine Regelung, die alle zufriedenstellt. Da können Sie Gift drauf nehmen. Wir haben da auch aus der Antike Beispiele schon und wir haben halt schöne Beispiele aus der Französischen Revolution. Als nämlich die Bourbonen zurückkamen, war das Problem Rückgabe vor Entschädigung. Da hat man dann zu großen Teilen auf Entschädigung zurückgegriffen, weiß aber nicht, wie die das damals finanziert haben. Gibt es weitere Fragen? Also mit den volkseigenen Wohnungen kann ich Ihnen nur sagen, in meinem Heimatort hat der Rat der Stadt beschlossen, sie bieten den Leuten die Neubauwohnung, also das sind so ein paar Neubaublocks gewesen, sie bieten den Leuten ihre Wohnung an, die sie als Eigentumswohnung erwerben können, mit einem Kredit und einer Abzahlung über 20 oder 15 Jahre. Die haben die alle gekauft und die haben sie zum großen Teil auch abgezahlt inzwischen. Also das stimmt auch nicht ganz, da hat es große Spielräume in den Kommunen gegeben, wie die Verfahren sind. Und heutzutage haben wir ja nicht das Problem, 1989, 90 hatten noch die Leute die Angst, und die Daniela Dahn hat das ja dann auch plastisch in einem Buch beschrieben, die hat behauptet, die Hälfte der Ostdeutschen würden ihre Wohnung oder ihren Hauswesen Rückgabe vor Entschädigung verlieren. Sie wissen doch alle ganz genau, dass sie kein Problem haben, eine Wohnung, vor allen Dingen auf dem Lande, da stehen sie leer. Das ist ja eine Entwicklung eingetreten, bei der plötzlich Wohnraum nicht mehr knapp ist, sondern händeringend sucht man nach Mietern. Und wenn sie die Häuser, wie sie gehen und stehen, denjenigen, also hätten sie die Wohnungen unrenoviert als Eigentumswohnungen den Bewohnern geschenkt, und gesagt, und für die Renovierung kommt ihr jetzt mal ab. Da bin ich mir auch unsicher, wie viele Orakel. Denn es sind ja die Rückgabe vor Entschädigung hat verbunden mit den Abschreibungsmöglichkeiten die Aufbauleistungen enorm befördert, bis in Richtung aufs Absurde. Es ist nämlich zum Teil steuerlich gefördert worden, mehr Wohnraum als dann gebraucht haben. Man kann bloß eins nicht behaupten, dass es bei dem Mangel geblieben sei. Also im Buch von Daniela, da möchte ich nur noch mal sagen, sie bringt ja ganz konkrete Beispiele. Zum Beispiel Babelsberg, was ich dort abgespielt habe. Und das hat ein Recht für DDR-Bürger, die also bezahlt haben. Die haben bezahlt für ihre Häuser. An
an die Gemeinden und so weiter und so fort. Das kann man doch nicht in Abrede stellen, dass das nicht stimmt. Das ist also ich kann Ihnen ich kann Ihnen die Rechtslage schildern. Ich kann, also wie die Sache gedacht ist, ich kann nicht garantieren, dass in jedem Fall, der vor Gericht gekommen ist, ich die Entscheidung nachvollziehen kann. Ich bin doch kein Allwissend über das, was tatsächlich gelaufen ist. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn mir jemand ein himmelschreiendes Unrecht geschildert hat und man hat ein bisschen genauer nachgefragt, dann hat sich in der Regel herausgestellt, dass der Fall ein bisschen anders liegt, als er zunächst geschildert wird. Und Daniela Dahn, mit der ich ja über diese Dinge auch diskutiert habe, Daniela Dahn, das Zutrauen zu Daniela Dahns Darstellung, ist da bin ich sehr skeptisch. Weil jedenfalls grundsätzlich gilt das nicht. Ich sage nochmal, der redliche Erwerb ist geschützt worden und Sie können Rechtsanwälte, die mit Alteigentümern, also die Alteigentümer vertreten, welche den Rückgabeanspruch betreiben. Von denen können Sie hören, dass die Rechtsprechung sei DDR-bürgerfreundlich. Also ich erzähle Ihnen ja nur, was ich von der anderen Seite höre. Ja, die Rechtsprechung würde die DDR-Bürger bevorzugen. Und es würde eben zum Beispiel ja, die Kategorie des unredlichen Erwerbes, des nichtredlichen Erwerbes, die würde so hoch gehängt, dass also Fälle, bei denen die Rückgabe unbedingt gewährleistet werden müsse, trotzdem unter die Schutzklausel fallen. Nun, ich kann ja nicht für jeden Fall garantieren, aber ich empfehle Ihnen eine andere Lektüre als die von Daniela Dahns Buch für die Frage, wie es tatsächlich gelaufen ist. Und ich sage nochmal, vergessen Sie nicht, hier wird gesagt, Rückgabe vor Entschädigung, welcher Skandal. Und dort wird gesagt, Entschädigung statt Rückgabe, welcher Skandal. Bei den Wohnreformen gibt es ja Ausgleichsleistungen. Das ist ja nicht so, dass die Enteignten völlig leer ausgehen. Aber die sehen den Rechtsstaat zusammenbrechen, weil nicht zurückgekehrt wird. Aber Sie wissen, dass das 5% des Wertes in etwa nur sind, diese Ausgleichsleistungen. Das muss man eigentlich auch mal sagen. Ja, also wissen Sie, das ist der Betrag, den der DDR-Bürger bekommen hat, wenn sein Grundstück zum Beispiel wegen Baumaßnahmen enteignet wurde. Gut, aber so geht es den Alteigentümern? Ja, schon. Wenn Sie denen eine höhere Entschädigung geben, produzieren die nächste Gerechtigkeitslücke. Dann kommen nämlich der DDR-Bürger und sagen, ich musste wegen Autobahnbau mein Land verkaufen, was habe ich gekriegt? So viel wie die Bodenreform-Landleute sagen, es sei ihnen viel zu wenig. Also die Zahl bestätige ich nicht. 5% des Wertes, das bestätige ich nicht. Das gilt auch übrigens natürlich nicht generell. Ne? Sondern das ist degressiv, aber. Es ist degressiv, ja. Je mehr Land Sie zurückbekommen, und deswegen haben Sie möglicherweise den niedrigsten Satz erwähnt, Sie kriegen, wenn es Bauland ist, auch mehr übrigens. Also das ist komplizierter und ich kann nur sagen, es ist das Dreifache, also ich bin da jetzt nicht mehr sattelfest, das ist meines Wissens grundsätzlich das Dreifache des Einheitswertes von 1937, meines Wissens. Und dieses ist genau die Summe, die man in der DDR bei rechtmäßigen Enteignungen bekommen hat. Ich rede jetzt nicht bei den unrechtmäßigen, haben sie gar nichts bekommen. Ne? Aber es gab ja natürlich auch rechtmäßige Enteignungen wegen Straßenbau und sonst was. Da haben sie das genau bekommen. Und wenn da jetzt sagen, naja, ich als Bessi habe ein bisschen mehr Geld für mein Land sehen, dann reißen sie die nächste Gerechtigkeitslücke auf. Und das Spiel können sie unendlich weitertreiben. Und dann, wenn sie denen das zurückgeben, dann kommen die aus Ostpreußen und sagen, die kriegen das zurück und was ist mit uns? So tun sie doch nicht so bitte, als wenn es, das war ja mein Eingangsspruch, als wenn es eine Lösung gäbe, die alle zufriedenstellen. Ich kann Ihnen bei jeder anderen Lösung sagen, wie die heißen, die dann unzufrieden sind. Das müssen Sie mitbedenken. Erzgebirge. Ne? Das Erzgebirge ist plötzlich, nördlich gibt es zurück und südlich gibt es nichts zurück. Da sagen Sie, was kann ich denn davor, dass meine Vorfahren im Sudetenland gelebt haben. Natürlich, das geht unendlich weiter. Und am Ende möchte man sich tatsächlich fragen, wo all das Geld herkommen soll, dass wir verteilen, um Unrecht, das 2 bis 3 Generationen zurückliegt, zu tilgen. Da wüsste ich allerdings noch ein paar Gegenwartsaufgaben, für die auch Geld dringend gebraucht wird. Das muss ich schon leider sagen.
Und irgendwo muss man dann auch sagen, das Schicksal ist ungerecht. Wir können das zu einem Teil kompensieren, aber die Idee der Gerechtigkeit ist wirklich ein Ideal, das man als Maßstab gebrauchen kann und nicht als Rezept. In solchen Fällen schon gar nicht, die 40 Jahre zurückgehen. Oder noch mehr, ich kann nicht rechnen, 57, hey. Was? Ich bin ja den Kopf bei den Kopf gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte ja. Das ist ja sehr beschönigend schon darstellen. Also, abgesehen nochmal von dem Fall, der stand auch im Tagesspiegel seiner Zeit, dass unser jetziger Bundespräsident auch mit dafür damals gesorgt hat, bei den Banken, bei der Vereinnahmung des DDR-Bankenwesens, dass die deutschen Geschäftsbanken Milliarden geschenkt bekommen haben. Die haben natürlich der gesamte Steuerzahler damals zu bezahlen gehabt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Es ist aber doch bekannt, dass die Akteure bei der Treuhand hauptsächlich die deutsche Industrie war. Also das waren die Leute, die so wie heute Gesetze für die Pharmaindustrie von der Pharmaindustrie gemacht werden. Das ist auch bekannt. Gab es jede Menge Fernsehsendungen, Hörfunksendungen, wo man sich das anhören konnte. Dass die Leute sogar noch bezahlt werden im Ministerium. Und genauso hat seinerzeit damals eigentlich die deutsche Industrie die Treuhand dominiert und hat die ökonomische Abwicklung in ihrem Interesse durchgesetzt. Und dieses Interesse war natürlich Profit machen. Es ging nie darum, es ging nie um den DDR-Bürger und es ging auch nie darum, die Lebensverhältnisse längerfristig in der DDR oder dann in den Gesamtdeutschen in irgendeiner Weise langfristig bewusst zu gestalten. Also meine These ist, es geht ausschließlich um den kurzfristigen Profit und so ist es auch verzogen. Und jetzt sagen Sie mir mal, wo der Profit bestanden hat. Womit hat denn der Profit bestanden? Der hat zum Beispiel bestanden, dass er sich natürlich Liegenschaften angeeignet hat, so wie er das gesagt hat. Das heißt, ich kaufe für also jetzt, Euro also eine, ja, eine Firma, das ist gut, was da draufsteht, ist nichts wert. Das hat ich gegeben. Weiß, dass die Immobilie Wert haben wird. Ja, aber normalerweise. Und was wäre das womöglich? Wir hätten auch mit EU-Geldern auch noch zum Teil finanziert. Ja, da gab es doch jede Menge Beispiele. Ja, ich habe noch nicht beschlossen, dass es solche Beispiele gibt. Ich kann Ihnen nicht auf die Vertragsgestaltung der Treuhand. Kann ich Ihnen Folgendes sagen. Zunächst sind die vereinbarten Zusagen über zu erhaltende Arbeitsplätze, die in diesen Verträgen immer auftragen, nicht strafbewehrt gewesen. Das heißt, die konnten ohne Folge ihre Zusage brechen. Das hat es tatsächlich gegeben. Das gibt es heute noch. Das gibt es immer, aber sie haben über die Treuhand im Ganzen gehört. Das ist der Punkt 1. An der Stelle gebe ich Ihnen recht. Zweitens finde ich das auch eine merkwürdige Rechnung, wenn Sie der Auffassung sind, da steht irgendwo eine Fabrik und der Profit besteht darin, dass ich sie abreiße und das Grundstück verkaufe. Wissen Sie, das verkaufen Sie einmal, das Grundstück. Der richtige Geschäftsmann, der baut eine Fabrik drauf und kassiert jährlich. Insofern ist das doch eine Schnapsidee von Ihnen zu behaupten, dass das Kaputtmachen der Betriebe Profit machen war. Profit machst du, indem du was Waren verkaufst und nicht nur Grundstücke. Jeder Immobilienmakler lebt vom Makel von Immobilien. Das ist richtig, aber Sie haben doch nicht behauptet, dass Sie doch... Ja, aber der Immobilienmakler muss aber seine Immobilie, die Immobilie verkaufen. Das ist korrekt. Ja. Und Sie sind also jetzt der Auffassung, das Wertvollste an der DDR-Wirtschaft waren die Immobilien. Und der Profit, ja wissen Sie, aber ein so vernichtendes Urteil über die DDR-Wirtschaft habe ich ja überhaupt noch nicht gehört. Die Industrie 20 Jahre der Technologie hinterherhinkt, das haben Sie doch gerade gesagt. Ja, das ist eine vollkommen falsche Bedeutung, das haben Sie doch selber gesagt. Das ist quasi wertlos. Muss das Ihnen denn noch ein Stück mehr entsorgen dürfen? Ja, ganz richtig. Deswegen verstehe ich eben noch, wenn es schon so ist. Pass mal auf, ich mache den Vorschlag. Wir sind verschiedener Meinung und gehen mit der verschiedenen Meinung auseinander. Denn das wird jetzt hier vor einigen Jahren. Hinten gab es noch eine Frage. Ich wollte mal vielleicht eine Bemerkung machen. Ich kenne nur Leute in Westdeutschland, die kein Grundstück haben. Tatsächlich.
die hätte man machen sollen mit der Rückgabe der Entschädigung. Da hat Herr Schröder auch eine interessante Erklärung hier geliefert. Ich glaube aber nicht, dass es der Kern der Debatte war. Der Kapitalismus, den haben, sag ich mal, 4/5 der DDR-Bürger jeden Tag im Fernsehen sich angeguckt, im Westfernsehen. Und nahezu alle haben im Unterricht Staatsbürgerkunde oder politische Ökonomie gelernt, wie der funktioniert. Und der Karl Marx hat das damals auch recht gut beschrieben, wie der Kapitalismus funktioniert. Und ich staune immer über die Verwunderung, die herrscht, dass das wirklich so ist. Weiß ich nicht, 3/4 der Leute ihre Stimme abgegeben für eine möglichst schnelle Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Und ich glaube, diese 75% haben eigentlich gar nicht das Recht, überrascht zu sein, dass einfach alles planmäßig verlaufen ist. Und es ist eigentlich auch nichts Unerwartetes geschehen seitdem, sondern der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft hat sich entwickelt. Das hat für den einen Härten, die sehr bedauerlich sind, das hat für den anderen Vorteile, und dass es Leute mit der Treuhand unschöne Sachen gegeben hat, dass da Leute sich bereichert haben, das ist so, das glaube ich alles, das stand lange in der Zeitung, aber es ist eben auch schon fast 20 Jahre her und man kann das bedauern oder nicht. Ich wollte noch eine Frage stellen, und die Frage ist die, Sie haben uns, Herr Schröder, gesagt, man muss sich vergleichen mit denen in den anderen Ostblockstaaten, mit denen in der ehemaligen Sowjetunion, mit denen in Polen. Nun würde ich mal behaupten, dass es den DDR-Bürgern vom Lebensstandard auch eigentlich schon besser ging als denen in Polen oder denen in der Sowjetunion. Und insofern hatte der gute Helmut Kohl das Problem, dass er nicht sagen konnte, Leute, euch wird es noch ein bisschen besser gehen als denen in der ehemaligen Sowjetunion oder in Tschechien, sondern der hat natürlich gesagt, guckt mal in die westlichen Bundesländer, das ist der Maßstab, so soll es euch gehen. Und die blühenden Landschaften, die findet ihr da und so soll es auch werden. Und das ist ja das Problem, dass da, glaube ich, viele Leute das geglaubt haben und nicht die nötige Kritik und die nötige Distanz aufgebracht haben. Und ich meine, ein bisschen blüht es ja auch hier, und es ist, wenn man sich andere Länder anguckt, es ist in den ostdeutschen Bundesländern doch nicht gar nichts passiert. Aber es ist eben vielleicht nicht so wie in Bayern und vielleicht nicht so wie in Baden-Württemberg. Und das bedauern manche. Also, ich glaube, das ist nicht alles so. Also jetzt bin ich auf dem Lebensstand, gebe ich Ihnen ja völlig recht, das war der Vergleich mit Russland auch zur sowjetischen Zeit, zur Sowjetunion, unpassend gewesen wäre. Man sollte aber den Lebensstandardvergleich mit Tschechien und Ungarn natürlich auch in dieselbe Rubrik einordnen. Also da gab es schon Vergleichbarkeiten. Der Lebensstandard in Ungarn und in Tschechien, Tschechoslowakei oder jedenfalls im westlichen Teil der Slowakei, das war ja jetzt das Slowakei, also Tschechischen Teil auch noch verschieden, da gab es schon vergleichbaren Lebensstandard. Aber ich habe ja vor allen Dingen immer darauf hingewiesen, um deutlich zu machen, welche Prozesse durchgemacht werden mussten. Diese Prozesse sind, haben Sie keine Vorläufer, da können Sie nicht sagen, das macht man immer so. Es gab viele Bücher über den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, aber soweit ich weiß, kein einziges in die umgekehrte Richtung. So. Und insofern habe ich auch auf Russland nur hingewiesen wollen, um zu zeigen, keine dieser Länder, die dieselben Prozesse durchmachen müssen, steht, was den Lebensstandard und die Infrastruktur betrifft, besser da als wir. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu behaupten, wir seien von A bis Z betrogen. Das ist dann in anderen Ländern weiter östlich noch wenig zu vermitteln. Es ist ja auch nicht so, dass nur besonders viele Leute nach Osten auswandern wollen. Die wollen dann nach Süddeutschland wollen sie, oder in die Schweiz oder nach Österreich. Oder manche auch noch weiter weg. Nein, dieses Argument mit dem Lebensstandard stimmt. Der Lebensstandard der DDR war beachtlich höher als in der Sowjetunion. Deswegen hat es ja auch mal unter Khrushchev klar, das glaube ich, die Forderung gegeben, der Lebensstandard der DDR müsste angepasst werden. Das könnte nicht sein, dass er sowieso höher sei. Aus diesem Zusammenhang hat damals der Außenhandelspolitiker Apel sich das Leben genommen. Das, wenn Sie sich dann noch erinnern. Das war aus Grund dieser Forderung der Sowjetunion. Das könnte nicht sein, dass die DDR einen höheren Lebensstandard als die Sowjetunion hatte. Leider das für Hundesführer, dann ist erschossen. Apel hieß der.
Naja, es geht um die Verträge, um die Handelsverträge. Ja, das war so gut, die am Laufzeit war ja das Instrument der Asymmetrie. Die Rohstoffverträge wurden schneller revidiert als die Lieferverträge. Noch eine letzte Frage. Ich habe nur mal eine Nachfrage noch zur Treuhand. Meines Erachtens waren ein Großteil der Mitarbeiter waren ehemalige Wirtschaftsfunktionäre der DDR-Wirtschaft. Also das ist die Treuhand ist gegründet worden unter der Regierung Motto. Und da natürlich exklusiv mit DDR-Personal. Es ist dann, das weiß ich mir ganz genau, im Juni, glaube ich, weißt du das noch genau, im Juni hat die Volkskammer dann ein neues Treuhandgesetz gemacht, die das gewissermaßen zu einer Neugründung der Treuhand geführt hat. Und da ist von der Volkskammer der Rohwetter, übrigens von der Parteizugehörigkeit der Sozialdemokrat, der Rohwetter, also erst der Kohlke, dann der Rohwetter, von der Volkskammer der Rohwetter zum Vorsitzenden gewählt worden, benannt worden. Und der Mitarbeiterstab liegt? Der Mitarbeiterstab ist zu großen Teilen auch ausgetauscht worden. Ja, ich denke, wir beenden hiermit die interessante Diskussion. Es wurde teilweise heftig debattiert. Im Rückblick scheiden sich oftmals die Geister. Das wird wohl auch weiterhin so sein. Umso wichtiger ist, die Debatte zu führen. Und wir sind wieder eingeladen im März zu der weiteren Veranstaltung mit Christoph Diekmann. Ich weiß das genaue Datum. Am 2. Mittwoch. Am 2. Mittwoch des Monats März. Am 10. März. Sie können sich auch hier hinten in eine Liste eintragen.